Thema Aufrichtung. Wollt ihr in Aufrichtung gedrückt und gezwängt werden und euch tatsächlich einreden lassen, dass das sinnige, geschweige denn natürliche und gefühlte und genossene Aufrichtung wäre? Ich hoffe doch mal ganz arg nicht. Umso mehr hoffe ich, dass ihr versteht, wie mich ankotzt für euch, wenn ich diese 1000 Versionen der Schuhe einlagen, die gesund hindrücken und der T-Shirts, die die Brustwirbelsäule angeblich gesund aufrichten, sehe und die Leute massenhaft drauf abfahren, letztendlich auch deshalb, weil sie so unheimlich dran gewöhnt worden sind, dein Körper ist mangelhaft, aber ich verkaufe dir das, das, das und das, das drückt dich dann schon wieder hin. Aufrichtung ist eine so lässige, geschmeidige und selbstgefühlte Sache, die drückt man nicht eben mal, dahin genießt man sich zu bewegen und kann jeder, egal aus welchem Format heraus, auf jeden Fall kann es jeder für sich besser erreichen, als es meistens aktuell der Fall ist. Mit passiven Druckformaten sicher nicht. Nichts dagegen, wenn euch der Therapeut und wirklich Bewegungserfahrene mit der ein oder anderen manuellen oder körperlichen Hilfe dabei unterstützt, mal hinzufühlen, wo es lang gehen könnte. Aber dann hat er die Finger wegzulassen und hat zu sagen, jetzt probier, fang an zu probieren und hetz dich nicht. Da geht es um eine neue Sprache, da geht es wirklich um Leitungen freischalten, die alle in deinem Körper wohnen, die du nur nie aktiviert hast. Wir alle könnten x Sprachen sprechen, wenn wir uns die Zeit dafür lassen und die Freude daran finden, sie zu lernen. Das ist doch der einzige Haken. Immer nur diese eine Sprache zu sprechen und sich dann mit Pseudodruckformaten in andere Länder pressen zu lassen. Also mit Urlaubsgenuss hat das ja mal so richtig wenig zu tun. Nochmal Leute, bitte, wie? Da reichen doch echt 2 Gehirnzellen für. Wie soll ein Fuß, wenn ich ihn locker lasse, sich jemals wirklich aufgerichtet hinstellen, wenn er sich nie selber aufgerichtet hat? Wenn ich nie rangegangen bin und motiviert wurde, dass dieses Greifen, das er kann, einfach auch in Stehen und Gehen übertragen wird? Wie wollen die Knie jemals lernen, keine Hosenscheißer-Knie mehr zu sein, durchgestreckt, damit man ja nicht umfällt, weil man viel zu selten probiert hat, ups, ich falle ja gar nicht, wenn ich lockere lasse. Wie wollen die Hüftgelenke jemals vor Arthrose und Co. und Verklebung und Schmerzen befreit bleiben, wenn ich nie hergehe, mir mal die Zeit schenke, sie wirklich zu fühlen und frei zu spielen? Die größten Gelenke mit unseres Körpers überhaupt. Wie will ich mit einem T-Shirt eine Brustwirbelsäule aufrichten, wenn ich keiner sagt, Gentlemen? Hast du eh keine Chance, im zweiten Stock etwas anzufangen, wenn das erste immer hohlkreuzig ist und darunter alles überstreckt. Fang erstmal an, die Füße wirklich natürlich einzustellen. Lern erstmal ein bisschen geschmeidiger zu werden. Spiel dich von unten nach oben frei. Setz den Popo, fühle deine Lendenwirbelsäule Wirbel für Wirbel für Wirbel und dann geh her und genieße auch die Wirbel darüber. Diese so wunderbaren und wertvollen 12 Brustwirbel wirklich selber kennenzulernen, diese Leitungen zu ihnen anzuschmeißen, die einem erlauben, wirklich, 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 wirklich beweglich zu werden in all diesen wunderbaren Gelenken und Körperteilen. Leute, Aufrichtung ist nicht anstrengend, hat nichts zu tun mit Druck und Gegendruck, hat nichts zu tun mit hat erstmal zu tun, das ist das einzige Passiv, das dazugehört, mit loslassen. Lass mal, Schätzelein. Lass dein Körper mal. Schnauf mal wirklich aus, statt mach mal So, und dann wirst du die Wahrheit sehen. Guck dich an, schau dich im Spiegel an. Naja, dann mag es sein, du triffst auf nicht gerade ausgesprochen Attraktives. Aber dann ist es einfach so. Dann ist es dieses halt übliche Maß, wie die Leute eingestellt sind und mit Druck, 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 gegendrückend angeblich super gut unterstützt sind. Lassen, fühlen, sich ausbalancieren in die einzelnen Gelenke rein. Wirklich, erstmal, Moment. Fühlen, 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 sich nicht hetzen, sich zutrauen. Das geht, das kriege ich hin,
Das kann mein Körper. Und diese Option der Verbindungen zu meinem 103 Gelenken, bleibt da bitte dran. Bewegt euch in Richtung einer Aufrichtung, dem jawohl, jawohl, jawohl und pseudo-hübsch. Nichts, ja doch mit pseudo-hübsch schon, aber mit wirklich schön, ästhetisch, natürlich und gesund. Nichts, aber auch gar nichts zu tun hat. Bin auf eurer Seite.